Mahlzeit Leute, bei mir geht es weiter mit der Warmluftverrohrung. Da gab es auch eine Zuschauerfrage, wie ich das gemacht habe. Also aktuell sieht es bei mir so aus, damit ihr auch auf dem Stand seid. Hier wird Kaltluft angezogen, die Standheizung befindet sich hier drunter. Dazu gibt es auch ein Video, werde ich mal versuchen zu verlinken. Mal gucken, ob ich es hinkriege, da oder da, weiß ich nicht. Ich glaube wahrscheinlich da. Gehe dann quasi hier mit einem langen Rohr lang, das ist 90 mm, komme hier oben an. Also gehe ja durch den Boden durch und hier habe ich ein T-Stück und ich, was wir jetzt noch machen oder ich jetzt noch mache, von dem T-Stück aus gehe ich weiter, möchte ich hier lang, hier rüber, also hier rüber, dann gibt es hier einen eigenen gebauten Warmluftboiler, ein Video dazu kommt auf jeden Fall. Dann gehen wir hier unten lang und ich möchte dann hinten rauskommen. Das ist dann für heute der Plan. Also, ja, ist ein bisschen dunkel. Aber hier ist das T-Stück, wovon ich gerade geredet habe. Das geht nach oben weg. Dann wollen wir hier oben lang. Dann müssen wir jetzt gucken, wegen dem Radkasten, dass ich hier rauskomme. Dann würde ich gerne genau in derselben Höhe darüber. Also ich muss wahrscheinlich vertiefer. Das muss ich dann hier übertragen. Sollte eigentlich ruckzuck erledigt sein. Das ist ja so eine Muffe noch von 90 mm auf 70, 75 meine ich. Hier habe ich noch eine Muffe, die würde ich gern hier einsetzen. Ich habe noch eine zweite, die kommt dann hier hin, so dass ich den Schlauch jederzeit noch mal rausnehmen kann, weil die Bank geht relativ leicht raus und dann kann man immer noch was transportieren. Das war ja der ganze Sinn bei dem Ausbau so ein bisschen. Und dann kommt hier links und rechts, links kommt der Schlauch dahin und dann soll es da weitergehen. Sieht so aus. Ich bin quasi durch mit allem. Bis hinten der Luftausströmer. Die möchte ich noch hier unten so dran machen, so als Führung. Einfach mit Kabelbindern, damit die halt oben bleibt. Das ist ja einfach nur so ein Aluwinkel, schön leicht. Wenn man es dann einmal vorne und hinten quasi fixiert, dann sollte das schön hier oben drauf liegen bleiben. Das Ganze sieht dann drinnen so aus. Machen wir mal Licht. Da kommt es hier durch die Wand, geht in meinen selbstgebauten Warmluftboiler und von da aus dann rüber bis hinten durch. Hier zum Ausströmer. Es macht auf jeden Fall Sinn, einen Ausströmer auch bis hinten in die Ecke zu machen. Also am besten immer quer gegenüber von der Heizung noch irgendwo
da einen Ausströmer hinzumachen. Im Normalfall habt ihr ein Umluftprinzip. Und wenn ihr so wie ich hier den Ausströmer nur hier vorne habt und da angesaugt wird, haben wir quasi immer nur diesen Bereich hier, wo die Luft zirkuliert und warm wird. Das habe ich bei meinem Test auch, also bei meiner Testübernachtung auch ein bisschen gemerkt. Hier vorne war es richtig knackig warm. Hinten ist auch Wärme hingekommen, aber nicht so wie hier vorne. Das war halt auch der Grund, warum ich da hinten noch einen Ausströmer hingemacht habe. Und gleichzeitig noch ein bisschen warm Wasser abgreifen kann. Ich wollte erst mit dieser Leitung unten lang, aber da geht das Auspuffrohr lang und ich wusste nicht, wenn das auf Kontakt kommt oder wie auch immer, ob das Auspuffrohr nicht zu heiß wird und das Alu dann irgendwann anfängt da wegzuschmelzen. Deswegen bin ich halt innen lang und der Vorteil ist natürlich, auch wenn es innen ist, die Wärme, die das Rohr noch so ein bisschen abstrahlt, bleibt im Innenraum und heizt dann quasi auch unterm Bett noch ein bisschen. Kann man sehen, wie man möchte, ob das jetzt gut ist oder nicht. Ich denke, das ist ganz gut. Ich werde aber wahrscheinlich, ich habe noch ein bisschen Armaflex, das eventuell auch noch darum wickeln, damit die Hitze am Warmluftboiler ordentlich ankommt. Aber wobei ich glaube, das reicht vollkommen. Das war's zu dem Video und ich sag mal bis zum nächsten Mal.